Lauter, stärker, besser, härter. 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 Jetzt wird der Markt gefickt. Wenn wir mit euch fertig sind, seht ihr nie wieder Tageslicht. Ich zeige euch mein Wahres, ich nehm meine Maske ab. Tote nach dem... Mein Name ist Rako Panzer, Untot Records. Auf jeden Fall, zieht euch rein, Rap am Mittwoch, Alter. Da ist reale Cypher und so. Ihr wisst hier nicht so, wie schon angesprochen, Mainstream und so ein Scheiß. Da geht der Hip-Hop auf jeden Fall noch richtig ab und es ist wie eine Klassenfahrt, Alter. Ich sag's immer wieder, es ist wie eine Klassenfahrt. Wenn ich zu Rap am Mittwoch gehe, dann ist es für mich so, als wenn ich in einen Raum gehe, voller alter Freunde von mir, Alter. Und dann freut man sich auch, Alter. Weißt du, was ich meine? Deswegen auf jeden Fall Rap am Mittwoch supporten. Macht weiter so, Jungs. Deutschland, wir sind hier bei Rapper Mittwoch, Alter, endlich im King-Finale angelangt. Und es war auf jeden Fall übelst interessant. Ihr solltet euch das Ganze bei Rapper Mittwoch TV angucken. Wir hatten eine übelst geile Cypher hier oben. War die gut? Und wir hatten sehr, sehr, sehr interessante Vorrunde hier unten. War die geil? Wie fandet ihr das Halbfinale hier und war das gut? Und ganz ehrlich, das eben gesehene Finale hier oben, war das gut? Ihr habt jetzt 10 Sekunden, diese ganzen Clips anzuklicken. Wir zählen jetzt bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar, ihr wollt das King-Finale sehen? Das alles gibt es jetzt und hier, präsentiert von Stow%. Bra! Es geht um sage und schreibe 600 Euro, 200 hast du schon sicher, du kannst verdoppeln. Das gleiche gilt eigentlich für dich, 200 hast du schon sicher, du kannst wieder 400 draus machen. Wollt ihr diese Scheiße sehen, gib mir ein Oh yeah! Du bist der Herausforderer, Nestor, du entscheidest Kopf oder Tiger. Das hatte ich letztes Mal, Kopf. 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 So, Nestor fängt an. Nestor soll anfangen. Ganz kurz. Wieder im King-Finale. Es gibt nur A Cappella. Dieses Mal 2 Minuten, wenn das Publikum feiert. Lass mal ein bisschen nachspielen. Du kennst das Ganze. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Gut, Freunde. Sag mal jetzt ein bisschen gediegen. Ja, hört mal ein bisschen zu. Sag mal jetzt alle ruhig. Nestor, los geht's. Okay, Presto, ich bin ehrlich, ich habe überhaupt keinen Part geschrieben. Aber du versuchst, irgendwen dazu zu bringen, mit Vaseline dir in deinen Arsch zu kriechen. Du rappst gern über Fabeltiere, doch bei Tighter Mike denke ich immer an analfixierte Nagetiere, egal. Du machst gerne Parts mit irgendwelchen Werbesprüchen und gehst zu Rossmann, weil du gerne Pferde züchtest. Komm mal runter von deinem hohen Ross.
Warum machst du hier auf Drogen, Boss? Du hast nicht mal Cash für Microsoft Word. Du lädst dir umsonst dieses Open Office runter, denn du hast kein Geld für Programme und so. Ja, das Geld muss mich motivieren, deshalb muss ich dich provozieren. Ich mach eigentlich für Deadman nur Promo hier. Aber dass da nebenbei ein bisschen Geld bei rausspringt, finde ich auch nicht schlecht. Deshalb versuche ich dich jetzt mal hier rauszurappen, denn du bist auch ein Faggot mit Stop Prozent. Du machst Werbung für Johnnys Firma, wa? Das ist gar nicht meine. Ist gar nicht deine? Okay, Schluss mit dem Firlefanz. Du bist von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr beim Bürgeramt und irgendwann kriegst du vielleicht im nächsten Jahr eine neue DNA. Aber in der DNA sind ein paar Stränge missbraucht worden. Du wirst mit Stränge missbraucht, denn Wortspiel von Stränge und Stränge ist vielleicht nicht so geil. Trotzdem bin ich den Hip-Hop-Style auf jeden Hip-Hop-Beat. Nestor ist dein Kryptonit. Also, mach nicht einen auf Superman. Ich bin am Mike grad wutentbrannt. Ich weiß, du bist gut daran, jetzt einfach mal zuzuhören, du Punk. Ja, der Kopf neigt sich ein bisschen, weil die letzte Zeile war nicht so geil. Aber ey, ich mach heute nicht einfach so einen auf Mephisto, denn Faust lesen will ich. Ich hab auch Goethe und Schiller gerappt. Was reimt sich darauf, du? Pizza! Eigentlich wollte ich noch Döner hören. Aber egal, Mann, ich bin schön am Burn und überlasse dir die nächste Runde, weil ich will jetzt mal hören, was du sagst, damit ich drauf eingehen kann. Da sind extra keine Rhymes dabei. Scheiße, Mann, denn wen habe ich hinter mir gelassen? Titan Mike. Trotz seiner Wildcard und seinem Wildcard-Style bleibt heute beitragsfrei. Ich bin auf deiner Weihnachtsfeier der Einsatzleiter. Du bist nur ein kreidebleicher, seidenweicher, kleiner Scheißer. Eine gute Endzeile. Genau 2 Minuten, guck. Ah, sehr schön. So, Ladies and Gentlemen. Yeah. Gibt Presto die Chance zu antworten. Seid auf jeden Fall aufmerksam. So, Kamera hin und her. Alles klar, super. Los geht's. Kaum wurde ich vor 3 Wochen zum König, hing er an seine Wand mein Poster und bewarb sich bei mir als staatlich examinierter Hofner. Doch ich lehnte ab. Denn ich will, dass du Scheißspast jetzt geht. Für euch presse doch für dich, euer Majestät. Und ganz ehrlich, du willst mich jetzt hier ficken und den King stürzen? So wie ich letztens Titan Mike und punkten mit Zeilen über mich, die noch keiner weiß? Ja, ich bin aus Oranienburg. Und ja, ich bin ein wenig breiter. Doch der Unterschied zwischen mir und dir, du bleibst wie Schalke ewig Zweiter. Und nein, ich bin kein Biter. Doch dich mach dich alten Knacki hier klar. Ich bin das Vorbild für die Jugend, ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und ganz ehrlich, ich gewinn heute das Ding, denn ich battle besser. Ich bin eine Mischung aus Gier und Tierstar. Dann bin ich wohl der perfekte Battle-Rapper. Und ja, ich bin gegen Basti rausgeflogen. Und mit 19 leider auch noch nicht ausgezogen. Doch wenigstens hab ich wie nicht wie du Spaß wegen Haufen Drogen meine Frau betrogen. Er sagte so, ich war besoffen und hatte doch auch gar keine Chance. Bitte verlass mich nicht wegen dem paar Gramm Gras. Doch das war's. Denn die Beziehung machte nicht wirklich Sinn. Sie machte sich schneller aus dem Staub als ein Wirbelwind. Und ja. Ey, respektiert die Künstler, hier wird nicht dazwischen geredet. Wer das macht, Alter, respektiert nicht die Show. Die haben sich Mühe gegeben und ihr solltet das respektieren, sonst werde ich böse. Also seid mal jetzt alle ruhig! Und seitdem läuft es so. Ich mache Liebe, du machst dich nur unbeliebt. Ich bin mehr der Ficker, du bei Frauen der Kumpeltyp. Der Kumpeltyp. Und ich betrachte mich im Spiegel, während Frauen den Mund für mein Dick aufhalten, fragst du beim One-Night-Stand, könntest du vielleicht bitte das Licht ausschalten? Und ja, vielleicht hast du Lines und du sagst, kommst mit Punchlines und sagst, dass du meine Mutter fickst? Das interessiert dir keinen und vor allem meine Mutter nicht. Nee, warte, ich bin noch lange nicht fertig. Weiter geht's. Ja, und du bringst vielleicht Punchlines, die unter die Gürtellinie gehen wie ein Reißverschluss. Doch du bist so eine Pussy, du kriegst bereits beim kleinsten Kuss einen Schweißausbruch. Trägt sie in die Brüste leicht gepusht, kommt die Pfeife gleich zum Schuss. Bevor man ihn überhaupt sieht, erkennt man ihn schon an seinem Scheißgeruch. Ich weiß, dass ich was leisten muss, denn was du machst, ist heiße Luft. Du holst dir nicht den Titel, sondern höchstens einen Leistenbruch. Und dass du deine Eulen überhaupt hochkriegst, ist echt schon eine Leistung. Denn das Sportlichste an denen ist ihr Eisprung.
Stopp in der ersten Runde. Mach mal ein bisschen Krach für diese beiden MCs hier. Sehr, sehr schön. Wollt ihr die zweite Runde sehen? Gib mir ein Oh yeah. Oh yeah. So. Nestor. Und ey, nehmt das ernst, Mann. Die Leute bieten euch eine Show. Ihr müsst es respektieren. Wenn ihr dazwischen redet, dann bringt ihr die nur noch mehr raus. Und das wird dann für euer Entertainment negativ sich auswirken. Also haltet die Schnauze. Ja? Und hinterher, wenn ich nach eurer Meinung frage, könnt ihr eure Scheiße sagen. Okay? Dankeschön, Hardcore. So, Nestor! Das ist ja immer dieses Freundin-Gelaber, da muss ich ja jetzt mit einsteigen hier, wa? Okay. Du sagst zu deiner Freundin sexy Hase, dabei steckt sie gerade in irgendeinem Mexikaner. Danach nimmt sie echt eine Nase und du denkst, es wäre eine perfekte Frage, sie zu fragen, woher ist das Kind? Es ist bestimmt nicht so drin, dass du der wirkliche Vater bist. Denn du bist ein Arschgesicht und gehst anschaffen auf dem Straßenstrich. Egal, Mann. Ja, ich weiß, ich scheiß auf Schalke. Ich bin legendär wie Fritz Walter. Scheiß mal auf das Betätigen des Lichtschalters. Ich mach's auch in der Dunkelheit. Du sitzt in deiner eigenen Kotze an der Jungfernheide. Am S-Bahnhof. NES Dior ist extra groß. Wo sind seine Rapper-Flows? Bei ihm gibt's nur Langeweile. Und dazu gibt's noch ein bisschen Gammelfleisch. Ja, das ist kein Standardscheiß. Das sind keine Standardfloskeln. Du kommst immer angekrochen wie ein im Meeresboden befindlicher Mantarochen. Und lässt die Flügel wachsen. Du merkst, dass ich überkrass bin. Ey, du willst gerne Tüte puffen, aber jetzt nicht. Jetzt gibt's erstmal heftig Technik, Rap-Shit. Echt sick, direkt in die Fresse, Bitch. Ja, Mann, letzter Shit. Ja, Mann, Araba. Ja, du. Schön, schön, der Flow ist abgehackt. Jam the Lion. Was sagst du? Egal, ich hab's nicht gehört, aber ich feier die Polen. Du traust dich, du willst gerne auf dem Battle auf der Bühne deine Eier rausholen, aber leider hast du nur einen einzigen Hoden und den will keiner hier sehen. Du bist ständig einfach auf Drogen. Warum hast du dich nicht einfach verzogen? Hier werde ich auf der Bühne zum Meister geboren. Merkt ihr nicht, wie das Freestyle-Shit ist? Wie das einfach lustig ist, wie das Wort Kitzler-Cricket? Zeit am Mike, dafür gebe ich dir Props, egal was du, wo du bist. Ja, Mann, ich habe begriffen, die Zeit, die läuft weiter. Scheiße, ich bin ein Mike wie Iron Mike Tyson. Nimm dich mit in den Boxring, mit in den Boxkampf. Du Oranienburger Arschgeburt, bist eigentlich nur ein Hasenfurz. Ja, ja, bla, Wirbelwind ist auch gebeitet, also erzähl mal nicht, Dicker. Ja, Alter, ich weiß, dass dein Leben nicht schick war, denn du sagst zwischen uns beiden, du bist ein wenig breiter. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du den Penisneid hast. Time! So, presto, mach mal ein bisschen Lärm für Nestor, was los hier, Alter? Presto. Diese Freestyle-Scheiße, was will der Spaß da wieder? Ich hab kein Penisneid, denn du hast ne Vagina. Und Betten ist wie Fußball, es dreht sich alles um Technik und teilweise Kampf. Ich zieh das Ding bis zum Ende durch und du kriegst schon vor der Halbzeit einen Krampf. Ich schalt von Verteidigung auf Angriff, bei mir geht das zackig. Denn es dreht sich alles um Taktik. Wenn du von einer Viererkette redest, dann mit Männern und alle sind nackig. Nach dem Training freut er sich am meisten auf Duschen. Und ja, er tut's mit vielen, denn für einen Stammplatz, da braucht er nicht mal gut zu spielen. Und denkst, du kannst mich hier ficken mit deinen Scheißlines und Scheißflows? Mann, dein Rap ist einfach mal Standard wie ein Freistoß. Deshalb dritte Halbzeit und ich schmeiß dich gegen den Schrank, weil du scheiße bist, du Punk. Schiedsrichter-Style, ich hab die Pfeife in der Hand. Ich lass dich brennen wie ein Bengalo. Das mein ich damit, wenn ich sag, dass ich dich heiß mache. Du bist wie ein Amateurplatz, weil ich dich anschließend einnasche. Denn ich gegen dich ist wie Champions League in Kreisklasse oder ein Blockhaus-Steak gegen eine kleine süße Teigtasche. Du Scheißaffe, ich bin wie Barca oder Real, denn ich sehe die Gegner kaum. Ja, ich bin unantastbar wie ein Torwart im 5-Meter-Raum. Und der Typ, der einfach jeden einnetzt, deine Freundin ist wie Skudov, weil sie jeden reinlässt. Deine Mannschaft ist scheiße, in der Startelf sind drei Blinde vorne, vier Idioten im Mittelfeld,
hinten leider 4 Spasten. Ja, dein Team besteht aus 11 Flaschen wie ein kleiner Bierkasten. Und ich sollte dahin wechseln, war auch einmal beim Training da, doch fühlte mich wie eine Latte, weil ich nur vom Vollpfosten umgeben war. Und guck mal an, jetzt steht er da und nein, du bist kein Gegner. Bei deiner Fresse schreien sie faul, du Gesichtselfmeter. Und jedes Mal trinkt er sich Mut an, dieser miese Stricher, und kommt zu Rap am Mittwoch mit einer Fahne wie ein Linienrichter. Und ich bleibe heute der King, der besteht. Denn ich besieg dich schweißfrei, nämlich der Gerät. Und du solltest Twitter am Mic werden, das ist nun mal so. Das hier ist wie Joggen für dich. Nach 2 Runden bist du K.O. Aus! Mach mal ein bisschen Lärm für die Runde von Presto. So, wir kommen jetzt zur allerletzten entscheidenden Runde. Nestor, deine letzte Antwort für diesen Abend. Sag mal jetzt alle ruhig! Hey, Nestor! Ich kann sogar, wenn du willst, in der Jogginghose posen. Du läufst hinterher, weil ich dich mit Trockenobst belohne. Deine Knochen werden lose. In einem medizinischen Fachfeld sagt man dazu Osteoporose. Glaube ich. Egal, ich mach das hier unglaublich. Scheiß auf deine Fußballvergleiche. Ich weiß, dass ich super am Mike bin. Du weißt, dein eigener Bruder findet dich nicht super, nur scheiße. Und dieses Luder am Mike klingt einfach nicht mehr so nice. Nein, er schwitzt nur am Mike. Und ich hab immer noch den Sickren-Style und muss grad überlegen, während ich rappe. Ich bin dir überlegen, gebe dir Texte, nehme jetzt weg, was du eigentlich je besessen hast. Du bist eigentlich nur ein fetter Spaß. Geh zurück nach Brandenburg. Da kommst du doch her, oder? Er antwortet nicht. Das wäre ja eine Steilvorlage. Ich kann super rappen, hab auf alles eine Reimvokabel. Ich habe keine Schreibblockade. Du redest vom Fußball. Was wäre denn, wenn ich einen Geistbock habe? Fahr ich dann nach Köln? Nee, ich mach nur selbst den Scheiß. Ich fahr nach Köln, gehe baden und bin mit mir selbst im Reinen. Okay, du wünschst dir, dass es noch mehr von diesem Battles hier gibt. Wenn du ein Rapper bist, ist Veronica Ferris MC. Okay, es lachen mehr Leute, als ich gedacht habe. Du kannst wie Samuel Eto'o irgendwo hinziehen nach Anchi Machatschkala. Egal, wie dieser Verein heißt. Scheiße, Mann, ich hab einfach Style kleiner und mach das locker aus dem Ärmel geschüttelt. Ich bin so derb am Spitten, ich mach nur Werbung für mich und Dualism. Ich muss nur kurz mal gucken, wo er ist. Doch ich spucke meinen Shit, ich bin so lustig und mach auch gerne Witze. 200 Euro reichen mir schon, aber 200 mehr wären schon geil. Also macht mal für mich Lärm am Mike. Wie viel Zeit hat noch, Johnny? Erzähl doch. Oh, jetzt hier ist er. Es waren genau 2. Du hast das Timing im Blut. Okay. Scheiße, die Groove. Mach mal ein bisschen Kraft für Nestor, seine Runde. Sehr schön. So, deine letzte Antwort, Presto. Und danach treffen wir eine Entscheidung. Los geht's. Was war das für eine Punchline mit Veronika? War das ein Diss? Nee. Denn deine Parts sind nur Kinderscheiße wie die Filme von Disney. Und ich höre deine Parts an, jetzt fang ihr nicht mit Charts an, denn du hast einen geringeren Wortschatz als Tarzan. Ich King, du Gay. Ich bin weise wie Nathan und du Ehenlügner. Und seine Eltern waren die Bärenbrüder. Doch selbst die wollten dich nicht und haben Grund gesucht, aber alles weitere könnt ihr nachlesen im Dschungelbuch. Und Mowgli denkt hier, dass er mich ficken kann mit seinem Ossi-Flow, doch ich bin aus anderen Holz geschnitzt wie Pinocchio. Deshalb muss er sich nebenbei was auf dem Markt verdienen und hängt dort mit dem Teppich rum wie Aladdin. Und ja, jetzt hast du einen Grund voll Sorgen, denn meine Eier sind größer als Dumbos Ohren. Deshalb nehme ich öfter diese Fotze ran, bis er gebückt geht wie der Glöckner von Notre Dame. Denn er zieht sich Tops ohne Träger an und schminkt sich gern für jedermann, denn er wird leider niemals männlich, genauso wie Peter Pan. Und du gehst auch gerne Schwänze lutschen für ein bisschen Kies. Du bist wie Mickey Mouse, weil man dich nur mit Minnie sieht. Hört ihr überhaupt zu? Aufwachen! Und ich weiß, dass du anschaffst am Kudamm. Doch hier bist du eine Pussy, die auf Mann macht wie Mulan. Und ganz ehrlich, eigentlich haten sie dich, weil du diese Filme voll vermiest. Doch Props für deine erste Hauptrolle, Die Schöne und das Biest.
Denn ich gegen dich ist wie Brad Pitt gegen Jimmy Blue, Batman gegen Winnie Pooh oder ein 3 Meter großer Grizzly gegen Winnie Pooh. Und jeden Samstag sieht man ihn chillen in der Boy Lobby. Jetzt hast du alle deine 3 Parts auf Video. Nenn sie Toy Story. Ich möchte eure Hände sehen. Für den Herausforderer. Für den MC hier auf meiner rechten Seite. Für Nestor. Ladies and Gentlemen, ich will eure Hände sehen für den MC auf meiner linken Seite, den aktuellen King, für Presto. Dennoch ist es deutlich, wir müssen das einfach so machen. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen King. Euro für dich. Willst du irgendwas sagen? Alter, ich will mich nur bedanken bei allen Leuten, die heute hier waren, die heute für mich Lärm gemacht haben. Dafür, ich meine Homies, für euch lasse ich jetzt einen Tuffi sprengen, Alter. Danke an alle anderen. Kommt wieder, Rapper Mittwoch. Geiler Scheiß. Danke an Ben Salomo. Ohne ihn wäre ich nicht hier gelandet. Ohne Scheiß. Im ersten Jahr, ich hatte keinen Bock mehr zu kommen. Er ruft mich immer wieder an, sagt, Nestor, komm her, mach dein Ding. Sonst wäre ich nicht hier, Alter. Bleib okay. Mal auf jeden Fall. Presto, für dich gibt es 200 Euro. Du bist immer noch der jüngste King, der immer bei Rapper Mittwoch bis jetzt war. Zieh die Mundwinkel ein bisschen hoch, Dicker. Du bist immerhin am Start. Gib mir ein bisschen Respekt für Presto. Willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen? Ganz kurz. Nestor, in 2 Wochen bist du hoffentlich da und verteidigst deinen Titel, ja? Und ich hoffe, du hast zusätzlich zu deiner großartigen Freestyle-Kunst auch ein paar Parts am Start, weil das finde ich immer sehr unterhaltsam, das lege ich dir auf jeden Fall nahe. Und jetzt singen wir zusammen die Hook. Alle Hände hoch, verdammt, los geht's. Ey, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen. Ich sag Press, ihr sagt Show, Press, go. Press, go. Yo, ich sag Ness und ihr sagt Tor, Ness, Ness. Ich sage Rapper, ihr sagt Mittwoch, Rapper, Mittwoch, Rapper, Mittwoch. Ich sage Hip-Hop und ihr sagt Musik, Hip-Hop, Musik, Hip-Hop, Musik. Hey Deutschland, wir sind hier bei Rapper Mittwoch TV. Kommen wir zu den Interviews. Das Ganze wird euch präsentiert von der Wodka Lounge Berlin. Ihr solltet auch auf jeden Fall heute dahin kommen, weil wir gucken diese ganze Action und analysieren das alles heute bei Rapper Mittwoch Public Viewing. Also check das ab. Hier haben wir unseren ersten Interviewpartner, Alter. Dualism Beats. Du bist heute sozusagen derjenige gewesen, der mit dem Produzenten-Feature so ein paar seiner Styles und Beats gezeigt hat. So, wie war das für dich? Für wen produzierst du? Und wie fandest du, was die MCs so aus dem Stegreif oder teilweise auch in Texten über deine Beats gemacht haben? Da waren ja auch ein paar krassere Namen dabei diesmal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also meine Sache war, ich bin vor 2, 3 Monaten zum ersten Mal hier gewesen so und dachte mir auf jeden Fall, krass, was für ein krasses Niveau hier herrscht. Was für krasse Leute hier dabei sind, wie krass sie sich vorbereiten. So. Und ich war heute war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, geil, ist auf jeden Fall richtig Niveau am Start. Was ich echt cool fand so, und ich habe jetzt echt gefeiert, einfach so, dass Leute, dass da meine Beats gespielt wurden, dass Leute drauf gerappt haben, so habe ich halt krass gefeiert, fand ich cool. Mit dem ich Mucke mache, ganz wichtig, Nestor natürlich, der King vom heutigen Abend. Das war heute eine unglaubliche Schicksalsfigur. Das war perfekt, das war der perfekte Abend, so. Ich muss mich ja noch zulaufen lassen eigentlich. Also wenn ihr Bock habt auf Beats von Dualism, Alter, meldet euch bei ihm, auf jeden Fall ein vielversprechender Produzent. So. Kommen wir zu den Jungs, Alter, die jetzt auch ihr Album veröffentlichen. So. Lauter, stärker, besser, härter. Ganz ja, easy. Üben wir noch eigentlich. Wann kommt es raus? So, am 16.12. jetzt kommt das Album auf jeden Fall von Kralle und mir über Suppe in der Puppe raus. Cool. Untergrundtechnisch wird es auf jeden Fall von Distributions vertrieben. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall Dings. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, abchecken. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Promo-Sachen auf euch zu. Wie gesagt, jetzt Video von Lauter Stärker, Besser Härter, was wir heute auch nochmal hier live performt haben, ist online. Das müsst ihr auf jeden Fall nochmal reinziehen auf den YouTube-Channel. Und ja, soweit so gut, Alter. Und wie heißt das Album?
Lauter, stärker, besser, härter. Lauter, stärker, besser, härter. Wer sich das nicht reinzieht, ist ein Motherfucker und kein echter Peschmerger. Also härter. Ey, Deutschland, kommen wir hier zum übelst interessanten und teilweise vielleicht auch kontrovers diskutierten King-Finale zwischen, finde ich, zwei sehr, sehr souveränen MCs, die beide zwei Seiten einer Medaille in dem Abend heute verkörpert haben. Einmal Presto und einmal Nestor, eure Namen sind teilweise ein Reim. Und natürlich den Battle-Rap-Experten Tierstar so. Wir haben hier im Vorfeld auch einiges diskutiert. Kannst ja einmal mit der Kamera rumgehen hier. Wir haben eine richtige Diskussionsrunde im Fach so. Ja. Es ist eine teilweise Talkshow entbrannt. Es waren wirklich, fand ich, als neutral bewertender Typ, ich fand das Battle sehr, sehr interessant. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass im Publikum dann irgendwann es umschwappte zu einer Haltung von wegen, das andere ist weniger wert, das eine ist mehr wert. Wir reden hier jetzt vom Freestyle und von Textparts. Ich frage erstmal dich, Nestor, wie siehst du das? Ich habe das auch miterlebt, muss ich ehrlich sagen. Also klar ist man, wenn man selber seinen Gegner vor der Nase hat, so, dann denkt man sich drauf geschissen, geil, wenn jetzt die Leute nicht klatschen und er in so eine Situation kommt, die einfach peinlich ist, weil er einfach 6 oder 8 Zeilen überhaupt keine Reaktion kriegt. Freue ich mich als Gegner natürlich in erster Linie, aber da waren auch teilweise Zeilen dabei, wo ich schon gejubelt hätte, wenn ich im Publikum gewesen wäre, sage ich mal so. Und von daher habe ich das auch am eigenen Leib miterlebt, sage ich mal, dass er einen Nachteil hatte durch die, das Publikum war so ein bisschen voreingenommen. Ja, genau so eigentlich. Es ist immer so, dass die Leute denken, also der Freestyler kriegt einen Bonus auf jeden Fall, weil irgendwie generell die Meinung herrscht, dass wenn ein MC so freestylt schon, dann müsste er ja übertrieben gut texten, was einfach nicht wahr ist, und das sieht man an den ganzen guten Freestyle eigentlich immer so. Das ist gar nicht. Das sind zwei verschiedene Disziplinen und da wird irgendwie Basketball gegen Fußball teilweise gemessen oder sowas in der Art. Das ist heute wieder mal passiert und beide waren für sich in ihrer Disziplin auf jeden Fall gut. Es wurde einfach nur ungleichmäßig bewertet. Ja, also ich sehe das komplett gleich, so wie es Nestor eben auch schon gesagt hat. Und naja, ist natürlich irgendwo für mich auch enttäuschend, wenn man sich da 3 Wochen intensiv hinsetzt und da was macht. Und die Lines oder Punchlines, die sonst immer gefeiert werden, dann irgendwie so in den Hintergrund geraten, weil halt dieser mehr oder weniger kleine Bonus da ist, dass zu freestylen war. Aber soll jetzt auch irgendwie gar nicht die Entscheidung irgendwie anprangern. Nö. Sondern ich sehe es einfach genauso, dass es nicht gleich bewertet wurde. Die Entscheidung geht es dir nicht anzuprangern, weil die Entscheidung war schon korrekt. Du warst übelst gut sicher und auch in deinen Freestyles unglaublich gut. Du hattest hier und da deine Verhaspler so. Aber was mir halt aufgefallen ist so, dass obwohl du geile Stellen hattest, geile Punchlines hattest, wo selbst ich gefeiert habe, weil die wirklich gut waren und lustig waren, das Publikum teilweise auf Durchzug schaltet, die Ohren zumacht, einfach weil sie das Freestyle als krassere Kunst empfinden. Und dazu muss ich euch nur ein Beispiel sagen, Alter. Ey, Jungs da draußen, wie schwer fiel es euch in der Schule, ein scheiß Gedicht auswendig zu lernen, irgendwie innerhalb von 3 Tagen das so gut auswendig zu können und dann vor der ganzen Klasse vorzutragen? Ich bin mir sicher, viele von euch sind damit auf die Schnauze gefallen. So. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst noch diesen Text selber schreiben, ihr müsst den dann perfekt auswendig lernen, ihr sollt den dann auch noch gut delivern und euch auch nicht nervös machen lassen vom Publikum und all das. Und ihr bewertet das geringschätziger, als wenn da einer halt gut freestylt. Ihr müsst es beide 50-50 bewerten und dann kommen wir auf ein Niveau, das international funktioniert, ja? Und das ist das, woran wir hier arbeiten, so glaube ich. Im internationalen Verhältnis oder überhaupt in Ländern, wo die Battle-Kultur ein bisschen weiterentwickelt ist, wird es eher als Schande gesehen, wenn man dann sieht, ein MC kommt aus dem Text raus und er rettet sich gerade mal so mit einem Freestyle. Da wird es eher andersrum bewertet, weil das dann eher ein Punkt von Schwäche ist eher. Er ist dann rausgekommen und fängt an zu freestylen. Ah, er hat seinen Text verpeilt. Ah, das würde ich gern was dazu sagen, so, weil ich mache keinen Hehl daraus. Ich feiere Disaster sehr krass. So. Grindtime müsst ihr einfach mal eingeben. So die amerikanische Battle-Liga. Der Arab in Amerika, Alter, der zerstört sie alle. Und der Freestyle zum Beispiel auch extrem. Also was heißt extrem? 50-50. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Er macht 70% Text oder 80% Text und 20% vielleicht Freestyle. Genau. Die ersten 8 Zeilen, die er antwortet auf seinen Gegner, sind gefreestylt, aber auf einem Niveau, was unglaublich ist. Und dann macht er halt den Text weiter und ich finde, das ist cool so, weißt du. Das muss ja auch so sein. Aber was mir halt auffällt, ist, in den USA bewerten die Leute die Freestyles nicht niedriger als den Text. Und sie bewerten den Text nicht niedriger als den Freestyle in den USA. Ja. Oder in anderen Ländern, England don't flap, in Schweden gibt es eine Liga oder in zig anderen Ländern, wo ich gerne auch Rap-Battles gucke, in der australischen Liga, Alter, gibt's alles. Ja, könnt ihr alles auf unserer www.rappermittwochtv-Seite sehen, so, da kriegt ihr die ganzen internationalen Battle-Ligen noch zu sehen. Und überall wird es fair und gleichmäßig bewertet, nur noch nicht in Deutschland. Was ist los mit euch?
Für mich als Zuhörer interessiert eigentlich gar nicht, gerade im A Cappella, wo jetzt alles erlaubt ist, woher die Lines kommen. Ob der die nun freestylt oder ob er die geschrieben hat oder ob er die recycelt oder was auch immer er tut. Mich interessiert als Zuhörer einfach nur, ich bewerte in erster Linie Lines gegen Lines, Meins gegen Deins, Eins gegen Eins. Das ist ein Battle und nicht irgendwie Flows und alles, Delivery, das kommt alles danach. Wie in einer Diskussion, da sollte man in erster Linie die Argumente bewerten und woher die kommen. Ob ein Politiker, der mir eine Rede hält, es interessiert mich nicht, ob er davor ein Textblatt hat, wenn er die Rede hält oder ob er seinen Text auswendig gelernt hat. Aber wenn die Message stimmt, die er da sagt, dann kriegt er auch meine Stimme. Aber feierst du den Politiker nicht noch einen Tick mehr, wenn der während seiner Rede ein paar Zwischenrufe, die aus dem Publikum kommen, einbaut und ein geiles Argument draus baut? So, das ist doch dann noch geiler, so, weißt du? Die Mischung ist das Beste. Wenn einer nur eine Schiene fährt, natürlich sollte das dann gleichwertig bewertet werden. Aber wenn es einer schafft zu mischen, ist es dann die Kunst von beiden noch höher dann zu machen, weil das ist dann der komplette MC, der hier auch gesucht wird. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich jeder einigen sollte, wenn er hierher kommt. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir auch, glaube ich, diese Sache beenden. Diskutiert darüber, sagt uns eure Meinung, geht bei uns auf www.rappermittwoch.tv und schreibt in unser noch nicht existierendes Forum, aber wir werden bald eins haben. Ansonsten geht zu Facebook und checkt alles aus. Deutschrap ist scheiße, aber hier wird er von Tag zu Tag besser.